Würde ich gerne von dir wissen wollen, die eine Frau, die dich Jürgelein genannt hat, deine Mutter, von der hast du dich irgendwann verabschieden müssen. Ja. Und ihr habt euch ganz bewusst verabschiedet. Ich habe das in der Vorbereitung sehr intensiv gelesen. Es ging mir sehr nahe. Ihr wart in Tirol in einem Hotel. Ja. Und ihr wusstet, dass es zu Ende geht. Ja. Beide. Beide. Man will es nicht wissen, aber es war so. Und dann ist man mit seiner Mutter zusammen und weiß, das sind jetzt möglicherweise die letzten Stunden, Minuten, Tage. Ja. Was redet man da? Man redet nicht viel. Man erhält sich die Hand. Sicher sagt man Danke für viele Dinge, die da passiert sind. Mhm. Aber es ist ein außerordentlich emotionaler Moment, von dem man weiß, und das müssen wir alle wissen, und jeder, der uns jetzt zuhört, das ist der normale Verlauf des Lebens. Genau. Alles andere ist nicht normal. Nicht normal ist, dass ein Kind vor dem Eltern stirbt. Mhm. Der normale Fall ist, dass wir den geliebten Eltern die Hand halten, wenn es zu Ende geht. Und wir müssen uns glücklich schätzen, wenn wir die Möglichkeit haben, das sind natürlich gesellschaftlich bedingte Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, alles Mögliche, da zu sein in dem Augenblick. Viele können das nicht. Richtig. Und das ist keine Schuld, es nicht zu können. Das ist eine Last, ja, die man in dem Moment tragen muss. Ich konnte mir das natürlich leisten, weil ich mit meiner Mutter an diesem Weihnachten in Tirol, in den Bergen, in einem Hotel nebeneinander in zwei Suiten gewohnt habe. Und sie hat das genossen, mit mir dort zu sein, weil wir jeden Abend um 7 Uhr runtergingen an die Bar. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, das Schöne ist, wenn ich mit dir zusammen bin, wenn wir dann an die Bar gehen, dann gibt es ein Glas Champagner. Bei dem Vater gab es immer nur ein Glas Sekt. Und das sind natürlich unglaubliche Erinnerungen. Dann haben wir unseren Champagner getrunken und dann sind wir zum Essen gegangen, haben uns wunderbar unterhalten. Sie hat sich immer ein tolles Kleid angezogen. Ich habe mich immer umgezogen, natürlich mit Krawatte oder was eben gesagt war. Sie legte auf solche Dinge unsere Familie immer Wert. Man hat zum Essen am Abend Krawatte getragen. Und es war alles ein bisschen altmodisch, wenn man so will. Auf der anderen Seite waren meine Eltern unglaublich modern. Das ist ja das Interessante, nicht? Und so ist das gewesen. Und das ist eine prägende und unendlich wichtige Erfahrung meines Lebens. Und ich habe jetzt Kinder und Enkel inzwischen und bin sehr glücklich darüber. Ich liebe die wahnsinnig. Mhm.